Ein kleiner Lichtblick für den Tag. Freitag, 28. Februar. Unser Andachtswort steht in Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Im vergangenen Winter unternahm ich mit meiner Frau eine Wanderung mit Schneeschuhen. Von einem Parkplatz aus folgten wir einem bekannten Weg in ein einsames Tal und erfreuten uns an der wunderschönen, tief verschneiten Landschaft. Unser Ziel war nicht fest definiert, aber wir wollten einige Stunden die Bergwelt genießen. Wir wählten einen Wanderweg, der uns hinauf zu einer Sennhütte führen sollte. So jedenfalls stand es am Wegweiser. Schön war, dass schon jemand vor uns den Weg gegangen war, denn wir konnten den Tritten im Schnee gut folgen. Schließlich führte die Spur aber nicht zu der anvisierten Hütte. Das störte uns nicht weiter, denn wir wussten, dass wir weiter oben auf einen bekannten Weg stoßen würden. Doch dann kam die Überraschung. An einem schönen Aussichtspunkt endete die Spur, der wir mehr als 1,5 Stunden gefolgt waren. Was sollten wir nun tun? Umkehren und den langen Weg zurückstapfen? Das wollten wir nicht. Wir konnten ja in der Ferne schon menschliche Stimmen hören. So schauten wir auf unsere Karte und trampelten uns über eine kurze Distanz eine eigene Spur und gelangten zum Ziel. Diese Erfahrung hat mich zum Nachdenken über Gottes Führung gebracht. Wer sich Gott anvertraut, wird über weite Strecken in seinem Leben sicher vorangehen können. Er wird immer wieder Gottes Leitung erfahren und kann sich oft an dem Weg orientieren, den andere bereits gegangen sind. So macht er positive Erfahrungen und wird Freunden und Bekannten davon erzählen. Es kann aber durchaus auch Momente in unserem Leben geben, wo wir einfach keine Spur mehr sehen, der wir folgen können. Doch Gott gibt uns weitere Hilfsmittel an die Hand. So wie auf der Karte ersichtlich war, dass wir uns schon ganz nahe beim Ziel befanden, so können wir auch in Gottes Wort Hinweise für Wegstrecken finden, die noch niemand für uns vorgespurt hat. Die Verheißung Gottes in Psalm 32, uns den Weg zu zeigen, kann durchaus bedeuten, dass wir auch einmal ein Stück weit allein gehen müssen. Aber wenn uns keine Mitmenschen mehr stützen, will uns der Herr mit seinen Augen zum Ziel leiten. Mit dieser Zusage Gottes mache ich mich getrost auf den Weg. Gunther Klenk.